100, 100 auch. Jägeraxt. Sollen wir uns die kaufen oder die Kirchenhammer? 3000 Blutechos. Boah, ich weiß es nicht, Leute. Und Repetierpistole macht 90 Schaden plus 1 Blutangriff. Und was macht unsere? 70. 70 plus 1. Was ist denn, wenn wir unsere verkaufen? Was werden die wert? 800. Und die neue ist wert auch 3000. Meine Fresse. Na gut, ich würde sagen, ich spare erstmal ein bisschen. Ist da oben das Ding jetzt eigentlich schon offen? Da muss ich mal gucken. Da war doch auch so ein Botending oder irgendwas. Nee. Da ist nichts drin. Mit Einsicht kaufen? Dieses Barterminal. Aber es gibt keinen Boten. Nee, ich habe wahrscheinlich nicht genug Einsicht. So, German ist nicht anwesend. Was habe ich denn so auf Lager? 30 Blut, 99 Quecksilber. Molotow-Cocktails haben wir. Wird geborgen. Okay, den nehmen wir mal mit. Drrrt, ansonsten nichts Gescheites hier. Okay. Ja, dann rede ich nochmal mit der Puppe. Was ist jetzt damit auf... Das ist ein Geschenk von Boten. Die haben ein Geschenk für mich. Ach. Verbrauch Einsicht und läute die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten zur Hilfe zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Schalldämpfer beendet diese Arten der Kooperation. Herausforderungsglocke und Schalldämpfer erhalten. Okay, auch jetzt habe ich schon wieder hier Ding verbraucht, nur um 5, ja. Okay, das heißt, wir können jetzt andere Spiele holen, mit anderen Spielern Co-op spielen sozusagen in dem Spiel, falls es mal schwer werden sollte. Aber wer hat denn das Spiel noch von euch? Könnte jemand von euch vielleicht mitspielen, wenn ich Hilfe bräuchte, oder wie sieht das aus? Schreibt einfach mal in die Comments. Willkommen daheim, was wünscht. So, ich möchte mal gucken, Blutechos kanalisieren. Mit Blutechos Statistik? Ah, hier können wir aufleveln. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Jetzt schließt die Augen. Gucken wir mal, was wir hier skillen können. Stärke. Oh, das sehen wir gleich. Das verbraucht einiges. Physische Abwehr wird auch erhöht. Ah, das könnten wir auf 19 bringen. Geschick. Ja, physische Abwehr erhöht nur die Abwehr und ein bisschen den rechten Angriff. Ich glaube, das brauche ich gar nicht, Geschick so weiter, oder? R3 Hilfe. Charaktername. Ach so. Ja, Charaktername weiß ich doch. Ausdauer, was macht das? Ausdauer 93. Ach so, das erhöht die Ausdauer, die physische Abwehr, Giftresistenz. Das wird alles gesteigert. Physische Abwehr. Oh Gott, die wird auf 25 steigen. Das wäre natürlich auch gut. Vitalität. Erhöht nur die Abwehr und die GP. Hm. Die GP wäre natürlich gut, wenn die noch mehr wären. Aber auch Stärke wäre gut. Boah. Ich würde sagen, ich mache 3 in Stärke und den Rest in Vitalität oder hierhin. Nee. Sollen wir alles in Stärke machen? Wo skillt man sich am besten hin, frage ich mich. Physische Abwehr ist das ja alles nur. Ah, die würde auch auf 25 steigen. Das wäre schon geil. 1, 2. Aber die GP erhöhen wir auch geil. Na komm, wir machen das mal so hier. 2 in Vitalität und 17 in die Stärke. Also 2 in Vitalität. Ja, oder? Ja, 2 in Vitalität und in Stärke ein bisschen. Oder noch mehr in Stärke? Ne, wir machen das mal so. Jawohl. So bin ich zufrieden. Da steigen wir gleich auf Level 15 auf, sozusagen.
Jawohl. Sehr schön. Ja, da hätten wir... Guter Jäger. Alles klar. Heil in der wachen Welt finden. Alles klar. So, dann hätten wir uns ein bisschen aufgelevelt. Ich muss mal gucken, was die unsere Waffe jetzt an Schaden macht. Die müsste ja jetzt auch 107 plus 15. Ja, Stärke 17. Okay. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Grabstein von Jarnam, große Brücke. Da wollen wir wieder zurück. Hoffentlich ist die Kleriker-Beste jetzt nicht mehr da. Nee, eigentlich nicht, oder? Bossgegner dürften eigentlich nicht respawnen. Hoffe ich mal. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ist das sau... Also ich bin gerade ein bisschen stolz, muss ich sagen. Auch wenn ich zugebe, ich bin ein Noob. Ich kann nicht viel, was das Spiel angeht. Ich bin ständig am Verrecken gewesen bei den einfachsten Gegnern. Aber den ersten Bossgegner sozusagen einfach mal so wegklatschen, finde ich schön. Gut, ich habe jetzt auch 10 Molotow-Cocktails da verbraten, ne? Aber ich muss sagen, ich finde das echt, ich fand das echt schön. Das war mal cool. So, große Brücke sind wir gewesen. Können wir hier rein jetzt, oder? Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Hallo, hallo? Okay. Hier geht's wohl gar nicht lang. Ich sag bloß, ich hab den Kleriker-Boss umsonst gekillt. Nein, wir haben jetzt Einsicht gewonnen. Das ist schon mal was, ne? Einsichtig sein ist immer gut, ne? Man soll nie verbissen und verkniesknattert sein. Einsicht haben ist immer gut. In einem gewissen Maß, sag ich mal. Boah, da kommt der schon wieder an. Der Vogel. Was will er denn? Wow, wow. Ja, von denen lasse ich mich jetzt wieder kaputt hauen. Ich sehe es schon kommen hier. Ich sehe es schon kommen. Von denen lasse ich mich kaputt schlagen. Oder von dem. Bam. Zack, ziehen wir das Ding zusammen. Blutfiole wieder eine. Sehr schön, nehme ich gleich mal eine, zack, damit wir hier voll aufgeheilt sind. Voll aufgeheilt, volle Kanne. Volle Kanne aufgeheilt. Nano, was ist denn du von mir? Ach, ein Schlag hat gereicht. Ach, da unten wollte ich ja nochmal schauen. Ey, ich häng fest. Jetzt nicht mehr. Boah, ich habe gerade festgehangen, ohne Scheiß. Ach, da geht's wieder da lang, richtig. Hier lang wollte ich doch, oder? Wollte ich hier lang? Wo wollte ich denn jetzt lang? Gute Frage. Da geht's runter. Ach, hallo Hundchen. Wow! Alter Schwede. Wow! Wow! Ach nein! Ach, sag bloß. Ja, Leute, wie ihr seht, ich habe anscheinend größere Probleme gegen kleine Gegner wie gegen große. Kleinviech macht immer auch Mist, ne? Okay, das war jetzt ein bisschen blöd, dass da noch der zweite dazu gekommen ist. Ich wollte mich erstmal auf den ersten konzentrieren. Der hat mich dann vollkommen hinter so einem Konzept gebracht. Und dann habe ich jetzt einfach blind losgeschlagen und natürlich verfehlt. Ach, schade, schade, Schokolade. Naja, der Hund, der müsste dann ja jetzt unsere Blutechos haben. Die holen wir uns jetzt wieder. So, wir lassen uns nicht 100-mal auf die gleiche Art und Weise abspeisen, ne? Kelle hat dazugelernt. Gut, nicht viel. Kelle ist immer noch schlecht, was das angeht, ne? Aber ich werde mein Bestes probieren. So, komm her, Großer. Doch nicht. Ah gut, dann machen wir deine... Wow! Deine Rabenfreunde da fertig. Die haben ja nicht viel. Wow, Alter! Was die haben aber auch immer abziehen hier. Das ist unglaublich. Aua! Und der auch. Wow! Wow! Nein, sag bloß, ich bin jetzt wieder gestorben. Och nein.
Och, Menno. Meine Güte. Och, nö. Kell ist ständig am Verrecken bei den kleinen Gegnern. Das ist doch lächerlich. Das gibt's doch nicht. Ach. Ach, Kelle, Kelle, Kelle. Ach, ja, ja. Ja, Kelle muss langsam gähnen. Ja. Schade, schade, Schokolade. Ich nehme jetzt 31 Minuten auf. Also es wird gerade mal der zweite Part sein. Jetzt dachte ich gerade, ich habe leuchtende Augen. Das wird gerade mal der zweite Part sein. Der hat leuchtende Augen. Ah, der hat nicht viele Blutechos. Nur die der Raben. Ja, lauf wieder zurück. Wow! Wow! Halt die Klappe! Wow! Ja! Okay, das war nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. So, erstmal ankommen lassen. Dann ausweichen und dann auf die Fresse geben. Och, der lebt noch! Nein! Das war jetzt lächerlich. Na gut, ich hätte den jetzt auch mit der Fernkampfwaffe platt machen können, ne? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber Kelle wollte es schwierig. Das war jetzt lächerlich. Das war jetzt oberlächerlich. Okay, die Werwölfe mache ich jetzt mal, wie gesagt, nicht platt. Au, okay. Wollte ich cool die Kisten, die Dinger da wegkloppen, aber hat nicht funktioniert. Da waren ja die Großen unten, ne? Ah, ja, das war das Gebiet. Dann gehe ich mal hier runter zu den Hunden. Zu den süßen Hundis. Wow! Okay. Da unten ist der andere. Halt die Klappe! So. Den hier drin geben wir auch den Rest gleich mal. Bevor sie ewig Lärm verursachen. Klappe, habe ich gesagt. Klappe. Klappe. Da sind hier irgendwo rote Lampen. Wir müssen doch für die eine auch noch irgendwie ein Zuhause finden. Oder irgendwas in die Art. Auf die Art und Weise. So, zum Abschied sage ich leise Scheiße. Wir haben noch kein sicheres Zuhause für die gefunden. Das hätte ich mitbekommen. Wenn wir da was gefunden hätten. So, gehen wir mal wieder hier runter. Kommt jetzt wieder der Typ hoch. So. Klappe. Oh, der hat wieder was. Der hat wieder was verloren. Eine Blutfiole. Nicht schlecht. So, dann geht's mal weiter runter. Und zum Abschied sage ich leise Scheiße. Wow. Alter. Alter Schwede. No. Och, dammit. Ach, 770 Blutechos hat der jetzt von uns. Die holen wir uns wieder. Och, dammit, da wollte ich zu viel. Ach ja, da hat man nur noch ein kleines bisschen gesehen. Ich hätte die Zweitwaffe zücken sollen. An die denke ich immer nicht. Einfach mal die Zweitwaffe zücken, zack, bam. Die kannst du zwischendurch mal rausholen und einen letzten Schaden zuteilen, weil jetzt hatte der wieder nur noch einen Strich Energie. Und in dem Moment macht mein Hirn irgendwie einen Aussetzer. Da denke ich, boah, jetzt musst du den Schaffner noch einmal schlagen. Und in dem Moment macht er eine Schlagkombo und haut dich einfach weg. Oh, das war die Joy, nicht wundern. In dem Moment machen die Viecher meist irgendeine Schlagkombo und dann bist du schneller weg vom Fenster, als dir lieb ist.
Ja, ganz und gar nicht cool. Deshalb lieber mal einen Schritt zurück machen und später den Gegner down machen. Wow. Haha. Komm her, du. Pam. Wow, aua. Jawoll. Freilich. So. Wow. Alter. Wie hat der denn gerade reingehauen? Der ging ja ab, du. Bam, bam, bam. Der hat dir voll die Punches rausgedroppt, ey. Okay, da war meine Waffe nicht lang genug. Aber jetzt. Wow. So. Gibt's ja wohl nicht, hey. Blutviole wieder her damit. Eieieiei. Jetzt werde ich versuchen, gleich hier links runter zu gehen. Okay, der sieht uns. Ihr seid verflucht. Oh, der hat was verloren. Hatte der vorne auch schon was verloren? Eine Blutviole. Nicht, dass ich mich erinnern könnt. Aber okay. So, geradeaus runter. Ich möchte ja mal die Kanalisation besuchen da. Da war ich noch gar nicht. Würde mich jetzt interessieren. Zack. Bam, bam. So. Der Hund Wortel. Wow. Okay. Klappe. Klappe. Gibt wieder von jedem kostenlos Blutechos hier. Weil wir in Käfigen eingepfercht sind. Fans denn hier rum? Heulen die hier rum, ey. Klappe. Hier hinten war auch noch einer, ne? Wuha! So. 610 Blutechos. Wieder. So, Alte, wir haben für dich leider immer noch kein Zuhause. Wir sind auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Eigentlich da durch dann? Muss ich da mal gucken. Aber erstmal den Typ hier platt machen. Der da hochkommt. Wow. Ach, der war schon down. Der Gute. So, zwei Blutfiolen. Konnte man hier oben jetzt durch oder geht das nicht? Ach klar. Cool. Wow. Alter Falter. Ist hier oben jemand? Ich hoffe nicht. Das ist eine Leiche. Kaltbluttau, yeah. Was ist das da? Oh. Ich hoffe mal, die bleiben da unten. Die anderen und kommen nicht hier hoch. Der da unten hat leuchtende Augen. Der hat unsere Blutechos. So, da gibt's nichts mehr. Da hängen aber noch Leichen am Strick. Es wird jetzt wahrscheinlich nur riskant, die zu bergen, nehme ich an. Kommen wir denn hier raus? Ist ja auch mal interessant. Kommen wir wieder an einem anderen Ort raus. Alter.
Alter, wieso nimmst du das nicht? Alter.